Yo! Amigos! Ah. Richtig hinsetzen wieder, leck mich am Arsch! Nachdem letzte Folge ich irgendwie über alles und jeden und eigentlich auch über überhaupt nichts gequatscht habe, jetzt mal im Szenario. Das wird auch das erste Mal sein, dass ich ein Szenario ins... Also ein Kampagnenende in die Mitte einer Folge packen werde. Abgesehen davon hier, Sensenstreitwagen. Oh ja! Da sind die ganz dicken. Ja, und trotz dieses Bugs, ich muss sagen, ich bin da sehr stolz auf, dass ich trotz dieses scheiß Bugs es geschafft habe, das Szenario zu vollenden. Und Moment, ich schreibe mir kurz einen Zettel. Das muss ich mir vom letzten Mal noch merken. Ich wollte die ganze Zeit, das habe ich letztes Mal vergessen, dass ich daheim war, die Age of Empire 1, unsere Kinderszenarien, die wollte ich holen, wenn ich Diamond zu Weihnachten und SimCity. SimCity. Ob 2000, 3000 das 1er, keine Ahnung, ich weiß nicht welches, aber da hab ich Bock drauf. Fuck. Ich sollte nicht so rumschreien, scheiße. Okay, Moment, eine Sekunde. Auf zu Papier und Bleistift. Was? Moment, hier bin da, Leute. So, ich notiere mir mal irgendwo, wo ich Platz habe. Also nirgends. Nein, hier. Things to do when I'm at home. Ja, das Ad auch schön mit einem Ad-Zeichen geschrieben und to mit einer 2, dass ich auch schön hip bin, ja. Du bist alt. Ja, ich bin alt, ich weiß. Nein. Genau. Age of Empire 1. Szenarien als Kinder erstellt. Okay, und SimCity. So, diesmal wahrscheinlich vergesse ich den Zettel am Ende. Das wäre so typisch. Das Witzige ist, das ist mir gerade so krass aufgefallen, eigentlich schon öfter, aber ich spreche nie an, weil ich es vergesse immer, es immer direkt vergesse. Wenn man Kopfhörer auf hat und die ganze Zeit labert und dann nimmt man sie ab, das hört sich so komisch, krass, viel Raumhall, unschön, das hört sich unschön an auf jeden Fall. Und ja, was geht eigentlich ab? Also zum letzten Mal noch kurzer Nachtrag, von wegen monetarisiert und so. Leute, wenn ihr einen Adblocker habt, ganz ehrlich, lasst ihn an, ist mir egal. Ja, ich ganz ehrlich, ich hab auch Adblock an. Es gab mal eine Zeit, wo ich den nicht an hatte. Und dann habe ich mir wieder gemerkt, ja, ist besser so. Gut, jetzt kommen wir in die Diskussion anfangen. Hey, Adblock ist doch überhaupt, ist doch sowieso ein krimineller Verein und... Aber ganz ehrlich, leckt mich am Arsch, ich habe keinen Bock. Ja, also Werbung ist schön und gut, aber wenn ich damit zu bombardiert werde... YouTube ist eigentlich eine Ausnahme. Auf YouTube könnte ich es eigentlich ausmachen. Habe ich eigentlich nur angemacht, weil ich mal irgendeine Serie geschaut habe und dann vor jeder scheiß Folge diese scheiß Werbung hatte. Und zwar immer die gleiche, weil man diese... Ey, dieses Google-Projekt da. Ich kann es nicht besser beschreiben, weil ich habe schon wieder verdrängt, was es war. Ja, und... Der Turm ist gleich tot. Der Turm ist tot! Und... Es ist so sinnlos wieder. Auf jeden Fall... Genau, also... Ich bin jetzt keiner, der sagt, hey... Ich habe jetzt monetarisiert, benutze Adblock. Macht Adblock aus, so rum. Bin ich nicht ganz... Ihr macht, was ihr wollt. Ich möchte eurem Glück da nicht im Wege stehen. Ja, ich habe es auch die ganze Zeit ohne Geld gemacht. Ohne, dass ich Geld verdient habe. Hatte immer Spaß dran und es wird immer so bleiben. Okay, man sollte mit immer aufpassen. Immer ist ein sehr langer Zeitraum. Es wird noch genügend lange Zeit... War das Deutsch? Weiß ich nicht. So bleiben... Deswegen, ich werde es euch nicht verbieten. Kann ich auch überhaupt nicht. Ja. Oh, da hat jemand 300 Abonnenten. Soll Adblock aushalten. Sagt er. Spaß. Fick wie ins Knie, ey. Pizza, ich hole aufs Maul. Ja. So klingt jemand, der sich über mich beschwert und dann wegrennt. Ganz langsam. Nee. Also ich hoffe, ihr habt die Message verstanden. Macht, was ihr wollt. Ich werde euch nichts
vorschreiben, ans Herz legen, was auch immer, ist alles euer Bier. So, haben wir das noch geklärt, das wollte ich noch zum letzten Mal nachtragen. Weil noch vom letzten Mal, nee, wie bin ich auf das Thema gekommen, genau, Partnerschaft und weil der Herr Gronkh mal irgendwann dazu in Minecraft ein Thema angesprochen hat. Ich schaue es sehr selten, ich bin ganz ehrlich, aber ich habe es halt mal geschaut und da war das dabei. Dann kam dieses Thema halt dran, die Nase juckt mir hier die Frage von wegen Adblock und die Leute müssen ja auch ihr Geld verdienen, ja, oder nein, sie müssen nicht, aber es muss immer alles gratis sein, das war so das Argument. Ja, deswegen bloß Adblock, wir wollen alles gratis an Unterhaltung, ja. Ja, das ist ein Argument, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde es irgendwie nicht so gewichtig, ja. Weil es kam dann der Nebensatz irgendwann. Ja, wer Adblock anhat, der muss dann auch damit leben können, dass Leute Adblock bei ihm anhaben, so ungefähr. Es wurde nicht wörtlich so gesagt, aber so vom Prinzip her habe ich das Argument mitgenommen. Und ich bin ganz ehrlich, das ist richtig. Das ist richtig, ja, ich benutze Adblock, ganz ehrlich. Wenn jemand sagt, hey, ich habe keinen Bock auf Werbung, sage ich, okay, das ist die absolut richtige Einstellung. Ja, weil man von so vielen Seiten mit Werbung zugebombt wird ohne Adblock. Das ist, also, ein gewisses Maß an Werbung ist immer in Ordnung. Ja, und es gab auch mal vom Semper Video. Der hat da mal Video zu gemacht. Wegen der Adblock-Thematik, weil diese Mafia-Geschichte irgendwie hochgekommen ist. Die Adblock-Mafia von wegen, die zocken oder killen all die Seiten, weil sie die Werbung blocken und die auf eine Whitelist setzen, wenn die Webseiten ihnen eben Geld zahlen dafür. Ich glaube, so ungefähr war das irgendwie. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, was weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine Riesenwelle drum gegangen. Und es ist der Semper-Video hat dazu ein Video gemacht. Es hört sich mal so nach Wortwiederholung an. Das Semper-Video hat ein Video dazu gemacht. Ja, was denn sonst? Ein Sandwich oder was, Loni? Ich glaub's auch bald, ey. Ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Nein. Und zwar solle man doch die Seiten, die man oft besucht, einfach mal ohne Adblock testen, ja? Einfach mal testen. Ist die Werbung zu nervig und aufdringlich? Wenn ja, bleibt Adblock auf der Seite an. Wenn nein, kommt die Seite auf eine Whitelist. Und da wird dann eine Ausnahmeseite. Und ganz ehrlich, das fand ich eine interessante Lösung. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Ein paar Seiten haben es auch auf meine Whitelist geschafft. Ich weiß nur nicht mehr welche. Ja, also diese ganzen Nachrichtenseiten, die dann so rumgeprallt, aber die ganzen Werbebanner hatten. Hey, schalten Sie Adblock aus, sonst gibt es bald keine freien Nachrichten mehr. Aber die uns mit Werbung zugeschissen haben. Scheiß die Wand an, ja? Blinkend mit Video und allem drum und dran. Das war so schrecklich. Und dann kann ich es so verstehen, dass man Adblock auf solchen Seiten anlässt. Gut, es gab auch Ausnahmen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich das nicht schon mal erzählt? Keine Ahnung, das kommt mir gerade so vor, warte mal, wo habe ich denn? Wo habe ich der Adblock bloß hier? Wir machen mal kurz den Test auf GMX meinetwegen. Und zwar schauen wir jetzt mal an, Adblock wird deaktivieren auf gmx.net. Neu laden. Moment, habe ich es jetzt deaktiviert? So. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Das ist ungewöhnlich, weil ich das letzte Mal, als ich geschaut habe, hat es geblinkt und alles und scheiß die Wand an. Die haben ja richtig reingeknüppelt. Was ich mir gerade vorstellen könnte, GMX ist schon auf einer Whitelist. Deswegen zurück auf Adblock Plus, weil sich ja sowieso überhaupt nichts ändert. Also ist ja auch egal. So, was haben wir denn noch? Rappers.in. Da habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen mit. Deaktivieren auf Rappers.in, neu laden. Mal gucken. Es lädt. Lädt weiter. Keine Rückmeldung. Ist jetzt euer Ernst oder was? Alter. Keine Rückmeldung im Arsch, ihr Wichser. Was geht denn?
euch falsch. So, Firefox beendet. Hallo Task Manager. Was ist das denn? Also entweder die Werbung hat jetzt so rumgespackt, dass die Seite nicht mehr geladen wurde, was ich eher glaube, oder? Weiß ich nicht. So, schau mal auf die Seite. So, hier ist ein ganz normales Bildchen. Hier ist was, was sich so ein bisschen bewegt. Hier ist was Blinkendes ganz oben. Es ist grenzwertig, ja? Also Rapper's Inn ist grenzwertig. Wir laden die Seite einfach nochmal, schauen nochmal. Jetzt blinkt's hier ist Standbild, hier ist Standbild. Okay, also Rapper's Inn hat den Test bestanden, da könnte ich es deaktiviert lassen. Problem ist, ich gehe mit meinem PC, wo ich jetzt online bin, sowieso nie ins Internet. Also ist eigentlich egal. Also lassen wir das einfach. So, was haben wir denn noch? YouTube. Schauen wir mal. Neuladen, was ist denn auf der Hauptseite so? Werde ich mit Werbung bombardiert? Nein, noch nicht. Dann schauen wir mal hier. Keine Ahnung, was haben wir gerade hier? Hier ein Video, so. Jetzt wird es schon geladen, man sieht, es kommt Werbung, ist alles in Ordnung. Oh, World of Warcraft Werbung, macht sogar Sinn von einem Spielevideo. Gut. Also, hier geht es eigentlich auch noch in Ordnung. Sekunden, das war das Wort. Sekunden, das ist eine Zeiteinheit. 5 Sekunden von dem Spaß hier. Werbung von Video. Es geht in Ordnung, ja. Ich will lasse es wahrscheinlich trotzdem an, weil diese 5 Sekunden sind es mir nicht wert. Obwohl, eigentlich könnte ich sie ausmachen. Ich denke einfach mal drüber nach. So, und jetzt hier in Rapper's Inn, wir sind zurück. Und es ist so ein Fenster aufgeploppt. Effektiv werden mit sponsoreds.de. So, das wurde jetzt geschlossen und hallo Adblock Plus, weil Rapper's Inn zu blöd ist. Ja, hier sind ein paar Banner, die nicht blinken, sonst überhaupt nichts machen. Das ist voll in Ordnung. Aber wenn dann Fenster aufploppen, dann könnt ihr mich mal. Dann könnt ihr mich mal. Dann könnt ihr mich mal. Ja. Haben wir auch das mal abgehakt. Wunderschön. Also das zur ganzen Adblock Plus Geschichte. Als Fazit nochmal, wenn ihr es anlassen wollt, okay, wenn nicht, dann nicht. Und generell gilt der Rat von Semper Video. Auf Seiten, wo ihr oft seid, probiert es einfach mal. Einfach nur mal testweise. Ohne Adblock Plus ist es zu nervig, wenn irgendwo groß blinkende, mit Ton abgespielte, sonst welche Banner, Fenster oder irgendwas absolut Nerviges geöffnet. Dann Adblock wieder anschalten. Oder dann kann man Adblock wieder anschalten, ansonsten kann man es. Ja. Entschuldigung. Kann man es ja auslassen, wenn es nicht zu sehr nervt. Ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Methode. Und ich hätte gerne die ganze Zeit das schwere Kriegsschiff weiterentwickelt, aber war mir zu teuer. Schade. Wegen den ganzen Hoplitz. Und die Hoplitz hätte ich jetzt schon mein schweres Kriegsschiff. Aber es wäre sinnlos gewesen, das schwere Kriegsschiff. Also scheiß drauf. Und genau, das als Methodik zu den Adblock Plus Freunden. Kann man, denke ich, ganz gut und ganz realistisch mal so betrachten. Vielleicht nimmt sich der ein oder andere zu Herzen. Ja, vielleicht auch nicht. Euer Bier, ganz ehrlich. Macht, was ihr Lust habt. Macht, wozu ihr Lust habt. Das gilt generell immer im Leben. Ja, jetzt kommt Domian Loni. Es ist Lonian. Nein, Quatsch. Ja, das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Das nächste Mal machen wir dann endlich fertig. Dann irgendwie noch 8 Minuten und das Ding ist gegessen. Ja, man kann 23 Minuten so unglaublich schlecht schneiden. Ja, also 18 Minuten wäre mir ein bisschen zu viel, weil die Zeit habe ich jetzt in der Weihnachtsvorproduktion nicht. Andererseits, es wäre halt sonst ein bisschen wenig, das in 4 Folgen zu schneiden. Mit irgendwie 13 Minuten, weiß ich nicht, irgendwie. Nee. Dann mache ich lieber ein paar 15er und eine 8er draus. Und mein Fuß tut weh. Aua. Boah. Na gut. Vielen Dank fürs Dabeisein auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann mit unseren Kriegern auf Tour gehen und erstmal alles plattwalzen, so bam, bam, Karate voll in die Fresse. Das hat keinen Sinn gemacht, na egal. Bis zum nächsten Mal, wenn der Kampagnenwechsel stattfindet. Ich freue mich so sehr drauf, das glaubt ihr überhaupt nicht. Das letzte Viertel von Age of Empire bricht an. Und zwar morgen.